Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Final Fantasy Crisis Core Reunion. Auch wieder mit dem guten Lichti. Hallo Lichti. Hallo, willkommen, wieder schön da zu sein. So, ganz kurz, es wurde wieder nicht übernommen. Ach man, das ist doch ätzend hier. Willkommen bei Dings, würde ich sagen. Twitch. Ja. Es wird immer auf Games und Demos, obwohl ich es vorher eingestellt hatte, umgestellt. So, ihr Lieben, wir machen heute mal nicht nur Missionen. Wir machen heute Yay! auch ein bisschen mit der Story weiter. Da müssen wir aber höllisch aufpassen heute. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Wir mussten irgendwie raus. Ja, die Karte zeigt eh, wo du hin musst. Ich habe keine Karte, die mir das zeigt. Ach genau, wir Aber wir müssen müssen jetzt. Richtung Herberge. Haben wir nicht mit dem So, Jungen? nicht Herberge, ja, mit dem haben wir gesprochen, in den sechs Munder. Das können wir noch nicht holen. Kannst du nochmal mit ihm sprechen, wenn du möchtest. Okay. Also wir müssen jetzt da hoch. Wir müssen ins Haus rein. Alter. Zack sucht jetzt Sephiroth, der sich in der Bibliothek verkrochen hat, weil er sehr viel zu lesen hat, der Gute. Wir haben beim letzten Mal Story, wenn wir gespielt haben, naja, haben einiges mitbekommen. Also Sorgen macht, dass er kein Mensch ist. Oh ja. Ich muss mal ganz kurz die Zentel. Genau, so. War gerade ein bisschen zu laut für meine Ohren. Und beim letzten Mal haben wir noch Vincent gefunden. Leider haben wir nicht gesehen. Weil ich mich erinnern kann, müssen wir ins Kellergebirge. Hier gucken, wo wir hin müssen. Ich geh schon mal ein bisschen hier rein. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich richtig bin oder nicht. Das ist mir eine gute Voraussetzung, ne? Und wir speichern noch mal. Das Gute ist, wir müssen jetzt nicht mehr diese Sargschlüssel suchen. Deswegen, ihr Lieben, ich speichere jetzt ein bisschen mehr als sonst, weil wir leider auch sehr viel verpassen können in dem Kapitel. Und das wäre Oh ja. scheiße. Nicht so schön, ja. Jetzt lebt aber ein paar Gegner. Hui. Maybe Sephiroth went underground. Hätten wir noch ein paar, wo nicht so viele Story, Story sage ich, so viele Missionen sind. Aber dadurch, dass wir jetzt die Story machen, werden noch mehr Missionen freigeschaltet. Und daher. Yay. Freut euch schon mal drauf. Ah ja, da müssen wir hin. Meine PSP lädt Auch ein bisschen lange. einladend hier mit Brustkorb und Unterschenkel? Fragezeichen. Also das eine ist so, ist der Hüftknochen, das sehe ich, das kann man erkennen. Ist hier was in der Kiste? Ne, okay. Dann gehen wir mal da rein. Die Anlage betreten. Ab hier gibt es kein Zurück. Ich sollte sicher gehen, dass ich alles erledigt habe. Zum Beispiel unvollendete Missionen. Wir müssen ja rein. Wieso können wir noch spielen? Ja, eben. Mission können wir später noch machen. Das ist eine Kiste. Excavated from a 2000-year-old rock layer. A life form in stasis. Professor Gast named this life form Genova, I see. MEGL 77-1977. Genova verified as an ancient. MEGL
9/13/1977. Genova Project approved. Mako Reactor 1 authorized for use. My mother's name, Genova. The Genova Project. Is it coincidence? Professor Gast, why didn't you tell me? Why did you die? Na, alt war? Ernsthaft? Kann man mit ihm noch reden? Leave me be. Okay, wir sollen ihn alleine lassen. Also ich muss sagen, ich verstehe ihn natürlich, ne, dass er da denkt, ist? K.O.? Nicht frustriert. Ich meine, er hatte die... Hier ist nichts. Er hat die ganze Zeit gedacht, er wäre... Mal ganz krass gesagt, ein Mensch. Mhm. Elixier. Ne, und dann erfährt er durch Genesis, dass da was nicht stimmt, dass die nur verarscht wurden. Und dann halt so, ne? From that day, Sephiroth shut himself inside Shinra Manor. And continued to review documents. Like a man possessed. The lights in the basement never went out once. Wow. Und am siebten Tag, wow. Da geht die Post ab. My mom is still in there. Please help her. Hilf der Mutter. It'll be close to zero visibility in there. Can I do this? My guess, I have about a minute. That's tough. Du musst, das ist das sechste Wunder. Nutze deine Sinne, um dir den Weg durch die tobenden Flammen zu bahnen und die Mutter des Jungen zu retten, die im Gebäude gefangen ist. Na geil. Wie denn meine Sinne? Das, es wird dir kein Volk vorgegeben. Ja, viel Spaß. Ich muss irgendwie jetzt die Stiege finden, die da drin ist. Ah ja, das hast du gefunden. Jetzt musst du nur noch sie finden. Gefunden. Alter, das ist mies. Ah, das ist mies. Dein Sohn wartet draußen. Ich werde dich raus. Du musst nur noch halten. Ja, warte. Jetzt wieder raus. Nee, warte, da ging ich nicht raus. Mann, da will ich doch gar nicht hin. Ja, das ist mies. Ich habe hier gerade also ein anderes Problem. Alter, wie kommst du denn hier? Ich will doch da gar nicht hin. Links und dann nach oben. Also links und dann nach oben lenken. Glaube ich, war es. Da bringt du eine Stiege. Ja, nach oben geht's. Ja, wow. Links ist die Stiege gewesen. Jetzt hast du sie gerobbt. Du hast die Stiege jetzt gehabt. Zählt das noch? Ich glaube ja. Thank you, Mister. Ja, anscheinend. You saved my mom, my treasure, out of the flames. Alter. Out of the flames? My mom, my treasure? Ich glaube, bei mir wurde das irgendwie nicht geladen. Ich muss das nochmal laden. So. I'm thinking. This was the sixth wonder. Huh? The treasure within the flames is my mom? That's it. It has to be. Yeah, it's not a wonder at all, but I'm satisfied. Okay,
On to the next wonder. Yeah, it's the seventh and last. No, the seventh wonder can wait. You have to take care of your mom first. Thank you. You saved my... Die siebte Wunde kriegen wir nachher. Also mach ein bisschen Story weiter. Okay. Feuerring erhalten. Kommen wir hier lang? Nein. Sephiroth. Yes, I'm coming for you. Die Szene kenne ich vorher. Ja, ich auch. Wie gesagt, aber es sieht genauso aus wie auf der PSP gerade. Ja? Mhm. Wie gesagt, ich verstehe ihn ja, dass er da sauer ist und alles, ne? Und du weißt. Ja. Ne, aber das ist kein... Kein Grund, da auch so auszurasten, ne? Ja. Vor allem, ich meine, die Leute können ja nichts für. Ernsthaft. Ja, da kommen wir jetzt noch ein paar Gegner hier. Cloud? Wo steckst du? Zack, wo steckst du nur? Sephiroth hat das ganze Dorf in Brand gesteckt. Tifa und ihr Vater sind los, um ihn zu stellen, doch sie sind ihm nicht gewachsen. Du musst sie unbedingt aufhalten. Sind wir mal gerade auf dem Weg? Ja. Was passiert, wenn ich jetzt da nochmal lang gehe? Ja, jetzt ne? Erst. Nee, kommen nur die Gegner, die lustigen. Okay, dann. Here we go. Gotta love this. This'll do. This is gonna sting. Heads up. Better run for it. Mega player. Und der hat einen Levelaufstieg. Schön. 44. Ich bin gerade mal bei 38. Ich werde nur auf Nachleveln. Eine Säule. Naja. Ich mache ja nebenbei noch mein Schwert. Ist auch nicht schlecht. Für mich wird Musik gespielt, ich hoffe, man hört das nicht. Nö. Blitzer halten. Cool. Wir speichern, wollte ich gerade sagen. Wenn die Zeitbomber da nicht wären. Ich finde die knuffig. So, auch wieder einsetzen. Einfach um die auf die 100% zu kriegen. Heiltrank passt nicht mehr in dein Inventar. Schön. Oh, dann würde ich vielleicht mal
Vielleicht mal vorher recht verkauft. Ne, ich habe ja gerade Heiltränke gekauft gehabt, vorsichtshalber. Ja gut. Na dann. Let's go! Ist hier noch was? Did Sephiroth do this to you? Hate you, Shinra, soldier, and you. I hate you all. Was kann er jetzt dafür? Sagen Sie sowas nennt man psychologischen Hass? Naja. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt, Zephyros. Mother, let's take back the planet together. I had an epiphany. Let's go to the promised land, Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. You should have ruled this planet. You were stronger. Smarter. But then they came. Those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. Ah, okay. Ich glaube, die Szene kanntest du wohl, ja. Ja. We meet at last, Mother. Sephiroth, what the hell happened to you? Sephiroth, I trusted you! Wow. Ich hoffe, du bist bereit zu kämpfen. Jetzt sag nicht, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Oh, bitte nicht. Doch. Oh, bitte nicht. Die Musik ist geil. Oh yeah. Oh, heiliger. Wow! Er ist sehr schnell, ja. Dann wird der Kampf ja wieder länger dauern, weil auch schwer ist das wirklich. Knackig und Ende. Herzloser Engel. Das setzt dein HP auf 1. Ja, habe ich gerade gemerkt. Das kann man nicht abwehren oder so, also heile sich nicht ab. Heiliger Scheiß. Ah, da sind noch ein paar andere Fäße auf Lager der Güte.
Alter, Seth, jetzt komm mal wieder runter. Nee, er ist sauer. Oh, Alter, war es knapp. Alle seine auf 1 HP ist jetzt, das ist so gemein, ey. Nein! Ach komm! Ach, ich hab die Feder. Oh, Alter. Ja. Die rettet dich gerade. Aber richtig, du. Am besten setzt du gleich noch eine ein, falls das nochmal passiert. Nee. Conflict Resolved. Ich habe jetzt meine Magie eingesetzt. Das war's noch nicht. Jetzt fängt der richtige Spaß an. Hallo Emo, willkommen im Stream. Na du? Alles klar. Hi, Emo. Jetzt fängt der Spaß erst an. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. I have been chosen to rule this planet. Die Musik! Die kennst du ja, glaube ich. Bei mir ist alles klar und bei dir, bei mir auch. Wird Zack bis an den Abgrund gedrängt, ist der Kampf verloren. Bitte was? Zeitlimit. Ja. Er drängt dich immer weiter zurück. Du musst ihn besiegen, bevor er dich besiegt. Let's go, Melee! Mir ist gerade aufgefallen, Zack kämpft jetzt ein bisschen anders bei seinem Skillkurs. Ich werde das verlieren. Oh! Was? Ja! Er ist so viel aus da. Ach, das ist so geil. Achtung! Oh! Oh Gott! Bei mir ist alles klar und bei dir und selbst auch alles easy. Aua. Au, 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 au. Ich versprach für zwei zu leben. It begins. Die Musik gibt ja mal Star Wars Vibes. Alter, ernsthaft? Emo? Unten durch. Vergleich, dass da kein Blut am Schwert ist. Ja, du vergleichst Crisis Core Musik mit Star Wars Musik. Was ist denn mit dir kaputt? Ja, sorry, wenn es sich so anhört. Alter, was? Überhaupt nicht.
Der blutet ja null. Au. Ah, jetzt, okay. Don't test me. Jetzt kennen wir auch die Szene. No. Impossible. Und ab in den Lebensstrom. Der nächste, der die Treppe runter rast. Auch von vorne diesmal. You did it. Oh nein. Nicht euer Ernst. This one here. Intriguing. Most intriguing. He'll make a fine test subject. Spiel speichern auf jeden Fall. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ich komme vorbei. Du hast Kapitel 8 abgeschlossen. Yay. Und so reiben sich. You tarnish the soldier name. And deal! Wait! Those wings. I want them too. Ich will auch diese Flügel. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt mit Angel. Nebenbei, wir kriegen gleich eine E-Mail wegen den 7. Wunder, nicht verpassen. What? Oh, toll. Klasse. Bevor ich mit Cloud rausgehe, sehe ich ein bisschen um. Da gibt es jetzt interessante Sachen zu entdecken. So, Panzerschwert Barrierenbruch. 6 Geschicklichkeit mit einem Panzerschwert ist gestiegen. Wenn er in der Kampfheilung den Schwertwirbelangriff oder eine Fertigkeit nutzt, wird der Effekt Barrierenbruch aktiviert. Durch diesen Effekt kann Zack die Barriereneffekte des Gegners umgehen, um ihm Schaden zu fügen. Cool. So. Oh, ach du meine Güte. Das war jetzt gerade mit dem Schwert. Materiafusion, das hatten wir schon. Also nicht gerade gesagt, wir kriegen noch eine Mail. Ja, nachher, jetzt noch nicht. Aber seh dich mal ein bisschen um, hier gibt's ein paar Sachen zu entdecken.
Auch wenn du ins Labor reingehst. Ach, ich kann da reingehen? Dort mit den Büchern war. Ja, muss es reingehen können. Ja, da gibt es jetzt so einige Berichte zum Lesen. Die liegen herum. Das ist ziemlich cool zu lesen. Ich guck gleich, ob die auf dem Tisch lesbar sind, aber die hier nicht. Am Tisch liegt was, aber bei den Büchern müsste ein bisschen was liegen, also sieh dich ein bisschen um. So, Forschertagebuch Nummer 1. In einen abgelegeneren Landstrich hätte man mich schwerlich versetzen können. Anfangs war ich voller Freude über die Teilnahme an Professor Hutsches streng geheimen Experimenten. Doch jetzt wurde mir gesagt, dass die Behandlung bereits beendet sei. Und nicht einmal der genaue Hergang wird mir verraten. Ich frage mich, was ich dann hier soll. Mein einziger Trost ist, dass ich als Professor Hutsches Assistent gute Chancen auf eine Beförderung habe. Okay. Guck mal, ich laufe jetzt hier mal bewusst. Es gibt hier 3 oder 4 von denen ganz gut versteckt, in diesen Berichten. Ja, kann ich hier noch was lesen? Nö. Ich kann nur den lesen, der da ist. Oder sind die nicht nur im Labor, sind die auch im Labor? Also im Original auf der PSP sind sie alle da, wo du gerade bist. Kann das sein, dass wir vielleicht welche draußen versteckt haben? Schau ich mal um. Ja, da ist nämlich ein Zettelchen. Analyse des Scheiterns der Behandlung. Fehlschlag Nummer 1, Rang 1 Soldat. Synopse, gewünschter Effekt nicht eingetreten, starke Resistenz gegen die Genova-Zellen liegt vermutlich in der medizinischen Behandlung beim Eintritt zu Soldat begründet. Okay, das ist wahrscheinlich von Zack. Ja. Fehlschlag Nummer 2, Shinra-Infanterist, das ist Cloud. Synopse, geringe Resistenz gegen Genova-Zellen führt zu einer Vergiftung des Körpers, kaum Reaktion auf äußere Reize, vermutlich starke Beschädigung von Geist und psychische Heilung, unwahrscheinlich. Crazy. Hier noch irgendwas? Ich laufe hier mal bewusst gegen die Reporter. Das Verbleiben eines Totgeglaubten. Die vielen Anschläge in letzter Zeit wurden einer Shinra-feindlichen Organisation angelastet. Doch neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bei allen Vorfällen der für tot erklärte Rang 1 Soldat Genesis seine Finger im Spiel hatte. Zum einen wurden nicht ausschließlich Shinra-Einrichtungen Opfer der Angriffe, zum anderen gibt es an den Tatorten Hinweise darauf, dass die Täter etwas suchten. Genesis ist als großer Fan von Loveless bekannt. Es gibt Stimmen, die glauben, dass Loveless eine Erklärung für die jüngsten Gewalttaten birgt. What the f- Wie viele sind denn das? Wie viele sind es denn insgesamt? 2 oder 3 sollten es sein. Wie gesagt. Also oder muss man erst rausgehen mit Cloud und dir erscheinen? Das kann auch sein. Dann geh ich mal jetzt hier raus, ja? Okay, let's go. Wir passen auf den Guten auf jetzt. Es geht langsam Richtung Ende, ihr Lieben. Let me go and take a look around. Ja, wir müssen den Weg freikämpfen für Cloud, damit der Weg sicher ist. Let's go. Gehen wir hier nochmal kurz rein. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob die jetzt vielleicht eventuell irgendwie zwischengeschmiert sind. Erstmal Musik an und Nachbarn nerven. Dann nervt den Nachbarn. Böser Emo. Es kann auch sein, dass ich es gerade verwechsel mit DOC. Also hier. Wie gesagt, wir gehen noch mal kurz durch. Ja, dann war das in DOC. Dirt of Severus. Also in den Spielen mit Vincent, da waren vielere Bücher Was zu lesen. Was ich mir wünschen würde, das wäre so genial, Dirt of Severus noch mal als Remaster wie jetzt Crisis Core.
Das wäre cool. Geflügelter Soldat, tot oder lebendig. Es mehren sich Berichte von Augenzeugen, die ein seltsames, geflügeltes Wesen an verschiedenen Orten gesehen haben wollen. Bringt man die Gemeinsamkeiten der einzelnen Sichtungen auf einen Nenner, dann kann es sich bei besagten Wesen nur um Angel handeln. Doch dessen Tod galt eigentlich als gesichert. War doch auch das Panzerschwert in Besitz von... Als gesichert war doch auch das Panzerschwert in Besitz von Zack übergegangen. Was hat es also mit der Sichtungen auf mit den Sichtungen auf sich? Lebt Angel etwa noch? Oder ist Shinra sogar noch im Besitz einer Methode, die Toten wieder zum Leben zu erwecken? Ich werde weiter Indizien sammeln und versuchen, Licht in die Sache zu bringen. Und nebenbei, es gibt auch eine Vermutung, dass Angel Zack befreit hat aus dem Labor. Activating Combat Mode. Taking you down a peg. This is gonna sting. Heads up. That's enough. Bye now. Dass ich auch nicht selber befreit habe. Das ist schon ziemlich crazy. Wie soll denn das funktioniert haben? Aber Angel ist doch tot. Da kommt noch was. Ich will nicht so viel spoilern gerade. Okay. Können wir jetzt Cloud nehmen oder muss man oder war es mit dem Kämpfen? Nee, nee, du musst schon zur Leiter gehen. Okay, also ich muss jetzt nicht ihn nehmen und dahin bringen. Nee, nee, das macht automatisch, wenn ihn da. Na komm, Sisney? Oh, Zauberbot, bitte, bitte, ja! Zauberbot, Zauberbot, ja! Juhu, let's go! Elixier halten. Tada! 5 Elixiere. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir auch mal Magic Pot gesehen. Ne, auf der welche Stufe man da hat beim Magic Pot, kriegt man bessere Items raus. Bei Stufe 5 sind die krassesten drin. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz CBW. Und damit haben wir ihn auf 100%. Aber wir hatten halt noch Kate Sif noch gar nicht oder Zornbahamut. Den hatten wir noch gar nicht. Das kommt halt. Naja, die kommen schon noch. Keine Sorge. Wir müssen uns keine Sorge machen. Das hier. Die Dings. Oh, ein Trottelkürbis. Ein Trottelkürbis. Ich hol mir einen Trottelkürbis das nächste Halloween. Ich glaube, ich werde mal einen zeichnen. Für einen Trottelkürbis. Ja, die sind lustige Gegner. Good. Now it's safe. Vor allem, was wäre denn mit Cloud passiert, wenn Zack ihn nicht mitgenommen hätte? Frag lieber nicht, wahrscheinlich wäre er zum Monster geworden. Will ich mal behaupten. Ihr Lieben, ich mache mich mal kurz stumm, ich muss mal ganz kurz nebenbei telefonieren, bin gleich wieder da. Oh, da kann ich nachkommen. Activating combat mode. This'll do. This is gonna sting. By now, gonna love this. Taking you down. Ab doch telefonieren und kämpfen gleichzeitig. Yay! Oh yeah. Multitasking.
Okay. Looks like it's all clear. Pass auf, Melly, du kriegst gleich diese E-Mail, die ich gemeint habe. Ja, und der Jäger, das ist sie. Ja, ihr Lieben, wir machen mal eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich wieder. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Pause!